hier in Bielefeld. Wir laufen hier durch die Fußgängerzone. Das ist tatsächlich was relativ Ungewöhnliches. Das konnten wir die Jahre vorher nicht machen. War das die Jahre davor nicht erlaubt? Nein, das war die Jahre vorher nicht erlaubt. Da hat man uns immer einigermaßen ausgebremst. Und wir haben jetzt tatsächlich seit ein paar Monaten haben wir immer mal wieder uns ein Stück weiter vorgewagt. Und jetzt laufen wir tatsächlich zur Hauptverkehrszeit quasi oder Hauptfrequenzzeit, laufen wir hier durch die Fußgängerzone und versuchen die Menschen mit unseren Anliegen wachzurütteln, um selber zu denken, um selber festzustellen, was in diesem Land los ist. Und wir sind sehr gespannt auf die Reaktion. Wie kommt es, dass hier keine Gegenproteste mehr sind? Zeitweise waren hier ja Gegenproteste. Jetzt gerade dieser eine junge Mann mit der Flagge und noch so vier Leute, die da rumsaßen. Aber denkt ihr, die sind jetzt mürbe und haben aufgegeben? Das glaube ich tatsächlich nicht, dass die mürbe sind. Ich vermute mal, das Wetter war vorhin einfach zu schlecht. Und ich denke mal, das Wetter ist vielleicht dann doch schlimmer als die bösen Nazis, gegen die man ja auf die Straße gehen muss. Aber ich würde jetzt mal versuchen, für mich selber ein bisschen Augenwischerei zu betreiben. Vielleicht haben sie auch einfach mal das eine oder andere Mal zugehört und festgestellt, dass das, was wir sagen, tatsächlich eine vernünftige Grundlage hat und dass viele von unseren Aussagen gar nicht mal so weit entfernt sind von ihren eigenen Gedanken. Also könnte es gut sein, dass der ein oder andere davon dann irgendwann mal hier mitläuft oder seine Eltern. Wir haben hier sogar einige Leute, die früher ganz aktiv in der Antifa tätig waren. Und jetzt mal eigentlich ganz im Ernst, das, was wir sind die Antifa. Wir sind die Leute, die versuchen, gegen den Faschismus auf die Straße zu gehen. Wir wollen keine Denkvorschriften. Wir reden die Leute an zum Selberdenken. Keiner von uns sagt, wir haben Recht. Keiner von uns sagt, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir sagen, macht euch eigene Gedanken, hinterfragt unsere Aussagen, hinterfragt die Zahlen, Daten, Fakten, die wir euch darbieten, informiert euch selber. Wissen ist eine Hohlschuld. Und deshalb können wir das auch wirklich ganz guten Gewissens wirklich sagen. Und viele von diesen Menschen sind hier. Wir sind ja überparteilich unterwegs. Das heißt, wir machen keine Parteiwerbung. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja? Und deshalb freuen wir uns über jeden, der kommt. Über jeden, der selber denkt. Über jeden, der sich das anhört, was wir zu sagen haben und sagt, jo, da stehe ich hinter. Vielleicht nicht hinter allem, aber hinter dem großen Teil. Zumindest hinter dem Teil, der wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, was mit diesem Land passiert und wie wir es verbessern können. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und Leute, geht auf die Straße. Es ist die einzige Möglichkeit, nach außen zu zeigen, dass ihr noch da seid. Großartig, danke. Danke dir.